Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Prison Simulator. Das letzte Mal haben wir Leo Jones hingerichtet, weil dieser ja angeblich für Zombie Zimbelmanns Mord verantwortlich war. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass irgendwas passiert in dem Gefängnis. Und ja, was es damit auf sich hat, finden wir vielleicht jetzt raus. Was zum Fick? Ich melde mich zum Dienst. Wir haben den Aufstand. Oh, yes, das ist das Einzige, was ich noch haben wollte. Yes! Ich muss wohl nicht erklären, was passiert. Wir haben einen Aufstand. Das ganze Gefängnis wird von diesen Wichsern zerstört. Es gibt überall Kämpfe und Feuer. Das erklärt, warum der Aufstand nicht hoch und runter gegangen ist, weil es heute einen Aufstand gibt. Ich weiß, dass du unerfahren bist, aber du musst dich um diese Situation kümmern. Dafür wurde ich geboren, Baby. Ich meinte, was genau muss ich tun? Rufen Sie zuerst um Hilfe. Wir brauchen mehr Menschen. Ohne sie können wir die Kontrolle über den Aufstand nicht übernehmen. Okay. Hilfe! Hilfe! Schau dir den Hof als nächstes an und geh zum Hof. Versuche, diese Idioten zu zwingen, sich zu ergeben. Ohne aber zu kämpfen. Was? Warum? Und du erwartest, dass ich das alles alleine mache? Es tut mir leid, aber wir haben nicht genug Personal. Unsere Jungs werden dir helfen. Zumindest die, die noch leben. Aufstand, nimm deine Waffe. Let's fucking go. Notfallbox. Yeah, deswegen haben wir geübt. Geile Mucke. Oh, Headshot! Headshot! Christopher! Headshot! 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 Alter, sehr nice. Ich verliere sogar noch den Respekt, wenn ich dir umbringe. Wie war das mit keiner Waffe? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht zugehört. Mir wurde gesagt, ich muss eine besonders große Waffe nehmen. Aber die Mucke ist richtig geil, Alter, für so ein Game. Nein, hier ist ein toter Kopf. Hallo, wollt ihr wieder aufstehen? Hallo. Genug geschlafen. Hallo, aufstehen. Aufstandszeit. Achtung, ich komme hier rein. Ich komme hier rein. Bleib da stehen. Du sollst stehen bleiben, du auch. Okay, sehr schön. Sehr schön. Bleib da liegen. Oh. Alter. Bin ich Shroud oder was? Alter, ich bin Shroud. C9, TSM, wer auch immer. Fnatic. Nehmt mich unter Vertrag. Manu! Nein, Zombie! Lol, der sieht aus wie Zombie. Ich hab Zombie getötet. Noch ein Zombie. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Wir haben Zombie gar nicht getötet. Es gibt Zombie-Klone. Plot Twist. Hier werden Insassen geklont. Und ich muss die Klone töten. Hallo, hallo, hallo. Ist hier jemand am Arbeiten? Achtung, ich komme rein. Ich komme rein. Achtung. Okay. Was machen wir da? Was machen wir da? Das ist der Mario, oder? Ja, das ist mir eigentlich egal. Hey, Mario ist tot. Die treten weiter auf den ein. Geil. Ist es Maudado? Maudado? Okay, wir machen jetzt mal safe. So, Maudado. Ich weiß ja, wir waren immer gut befreundet, deswegen... Du bist Ricky... Du bist gar nicht Maudado! Du hast dich als Maudado ausgegeben! Oh mein Gott. Nein, er ist tot. Wie ist das passiert, Leute? Hoffentlich ist hier keine Kamera. Ärgerlich. Okay, erstmal was essen in die Kantine, oder, Leute? Ich habe gar nicht mehr so viel Schuss. Ich muss ein bisschen aufpassen. Tschüss. Ei? Ist die Suppe gekippt oder was ist hier los, Leute? Warum seid ihr so wütend? Achtung, ich komme langsam rein. Yo, feier mich. Yo, Klaus ist cool. Ich habe nichts damit zu tun. Okay. Helmut, du kannst doch nicht das Essen anpissen. Du pisst dich selber an. Alter, wie dumm bist du, Helmut? Jetzt mal im Ernst. Du könntest dir hier gratis Essen nehmen und du pisst hier lieber selber gegen den Fuß. Wie dumm kann man sein? Tell him to stop. Wir sind auf einmal auf Englisch. You tell him to stop. I don't care. Okay. Sie hören aber nicht auf mich. Das ist dein Problem. Okay. Ja, dann. Entweder du machst, was ich sage, oder ich schieße dir in den Kopf. Okay. Na dann. Haben wir drüber geredet. Hey, hey, hey. Du hast Pisse an den Füßen. Hey, 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 hey. Jetzt mal ganz ruhig, Leute. Legt euch mal alle kurz schlafen. So. Hey, hey, du musst auch auf den Kopf schießen. Was machst du denn? Da, so macht man das. Wie cool. Okay. Kann ich deine Waffe haben? Auf dem Boden? Warum? Ich bin Polizist. Was, wie redest du mit mir? Junge. Ey, Leute, ruhig. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Wir müssen bitte ein bisschen aufpassen, ne? Danke. Oh, hier sind noch Waffen. Ups, bin aus Versehen gegen die Maus gekommen, sorry. Ich wollte euch gar nicht abschießen. Die Sachen kann ich nicht benutzen? Wir sind wieder im Kreis angekommen. Ihr schlaft ja immer noch. Das gibt morgen extra Liegestützen nach dem Aufstehen. Warum kann ich diesen Kochlöffel hier nicht nehmen und den Hintern versohlen? Hehe. Achtung, Leute, ich komme rein. Hey. Einfach reinballern in die Menge. Ja,
passt schon. Okay. Machen wir einfach so. LOL? Das war's schon? Sollte ich nicht in den Hof oder so? Das war ja voll langweilig. Ich hatte ja über... Es sind einige Wachen leider gestorben. Das kann mal passieren. Das war's? Pfeifen, pfeifen. Was passiert, wenn ich den töte? Es ist einfach Abendbesprechung, ne? Der sagt jetzt zu mir, alles ist gut und alles ist vorbei. Das habt ihr gut. Möchtest du einen Transport rufen und den Tag endgültig abschließen oder noch das Gefängnis durchsuchen? Ah, ich will noch ein bisschen bleiben. Vielleicht finden wir noch wen. Die haben hier voll das schöne Feuer gemacht. Das haben wir ganz verpasst. Wir hätten hier grillen können, ein paar Marshmallows und so. Jetzt muss ich das hier alleine ausmachen oder was, Leute? Geht das überhaupt? Klappt leider noch nicht mal, aber wir können hier einen coolen Stunt machen. Guck mal. Hey, du bist jetzt wirklich tot. So. Falls du dich totgestellt hast. Auch einfach voll die beruhigende Musik gerade so. So nach voll dem scheiß Aufstand im Gefängnis. Nur Tote. Geil. Passt richtig. Und jetzt noch das um. Was ist eigentlich mit Ziggy? Gibt's den noch? Ziggy? Wo bist du? Ziggy ist weg, Leute. Ich glaube, Ziggy ist dead. Gut. Dann zeig mir meine Tagesbilanz, bitte. Wir kriegen sogar Geld dafür. Risiko eines Aufstandes ist gesunken, Respekt der Gefangenen ist gestiegen und nur 1% bei den Wachen verloren. Ich habe irgendwie 100 Insassen getötet, 3 Cops. Getötete Gefangene nur 2? Ja, siehste, sag ich ja. Ich habe keinen getötet, das war ein Schlafpatron. 3 Tage später. Die Leichenhalle, geh ins Leichenhaus. Okay, wir machen noch das und dann hören wir aber auf. Tatsächlich wollte ich nur noch einen Aufstand haben. Dass wir den jetzt so einfach bekommen haben, ist halt schon geil. Was ist das? Alter, hier ist ja nur Zucker drin. Mengen an Zucker. Was geht hier? Oder Seife? Nee, ist Zucker. Ist vegan. Und, ne, perfekt. So, dann liefern wir das mal ans Tor. Was haben wir gemacht? Hä? Was? Schneeweißes Geschäft? Erwarte ungewöhnliches Verhalten. Ja, das war sehr ungewöhnlich, was hier gerade passiert. Nämlich irgendwie nix, obwohl hier voll Eskalation war vor 3 Tagen. Und jetzt Drogenhandel, was? Was gibt's, Bro? Einer unserer Insassen ist beim Werkstatttransfer entkommen. Wie das denn, Junge? Ich habe gerade Drogen abgegeben. Warum geht eigentlich nix ohne mich? Okay, wir schnappen uns den. Hallo, da habe ich dich. Es ist Manu. Was passiert denn hier so langsam? Manu, was ist das? Machst du dir gerade die Hände? Ein bisschen Pediküre, Maniküre? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Das eine ist wahrscheinlich für die Füße, das andere für die Hände. Machst du dir gerade Manuküre? Ich habe darauf keine Lust. Jetzt stirbt Manu als nächstes. Ich habe das hier schon mal gesehen. Was machst du da, Manu? Oh, verdammt, du hast mich die ganze Zeit angeguckt. Du hast es geschafft, mich zu finden. Mein Plan war doch perfekt. Alle toten Winkel nutzen, um den Kameras auszuweichen und während der Rush-Hour zu fliehen. Ja, genau deswegen, Manu. Ich habe geguckt, wo du nie zu sehen warst. Dann wusste ich, wo du bist. Ich bin einfach zu gut in meinem Job, wollte ich sagen. Bescheidenheit ist für dich einfach. Du kennst mich doch, Manu, Alter. Hey, 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 Manu. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Manu. Komm, komm. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Versuch, komm hier rein und schlag den. Komm, ganz ruhig, Manu. Ich bin dein Freund. Was der andere da mit dir macht, da kann ich nichts für. Aber ich bin dein Freund. Los, Manu. Los, Manu. Hab ihn, hab ihn. Wir haben ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Aber ja, gut, Leute. Ich glaube, das war's erstmal für jetzt mit dem Prison Simulator. Es kann sein, dass wir in Zukunft da nochmal reinschauen. Aber ich würde das Projekt hier an der Stelle gerne mal beenden. Wie gesagt, das kann auch nur vorläufig sein. Prinzipiell ist das Spiel schon cool. Aber ich möchte noch 1-2 andere Spiele spielen. Und deswegen würde ich das Projekt hier erstmal beenden. Vielen lieben Dank für alle, die zugeguckt haben. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei den nächsten Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Projekt, genauso wie ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!